Ich hätte dich nicht gewarnt. Oh, jetzt können wir die K.O. hauen. Zack. Zack, nice. Alter, ich finde das richtig geil mit dem Tomahawk. Ah, verdammt. Ich hoffe, das Mausgeklicke ist nicht so laut. Da habe ich in den letzten Aufnahmen doch so das eine oder andere Mal das Geklicke gehört. Ich muss mal sehen, ob ich das irgendwie noch ein bisschen leiser stellen kann. Was habt ihr vor? Ja, erstmal töten, dann fragen, ne? Oh, das war nicht nett. Du arbeitest also für den Rat. Stimmt das? Alles klar, jetzt ist er zum Reden bereit. Dann würde ich sagen, machen wir die ganze Geschichte hier nochmal. Oh, schöner Übergang. Ja, erstmal die Einrichtung zerstören, so gehört sich das. Nicht deine Schuld. Mir wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder worum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier. Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Das wirst du sicher versuchen. Komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Okay, das war eine ziemlich lange Geschichte. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Warum reparierst du es nicht? Wozu? Kann ich ihn beiseite schubsen? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Ein Adler, geil. Oh. Ich sollte vielleicht bei ihm bleiben hier. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Ja. Eben. So naiv. Okay. Kranker Scheiß, der hat hier Geheimtüren. Hier lang. Geil. So gehört sich das. Oh, war klar. Naja, bleib ich hinter ihm. Geil. Ich konnte zwar nicht ganz genau erkennen, was das war, aber ich habe so eine Vorstellung. Wusste ich's doch.
du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen... Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Das sind die Ziele? Oder was? Interessant. Ihr lebt im Dreck, wie Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Oha. Oha. Volle Synchronisation erreicht. Jetzt beginnt wahrscheinlich das Training. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Gehört dazu. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und das Kriegerin, ist Winter. Sie anführte, als mein eigener Vater. Ach ja. Dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich hart. Oh, verdammt, jetzt hab ich da... Guten Morgen. Morgen. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Cool. Oh. Mal wieder Laden angesagt. Die Frage ist, in welchem Jahr spielt das jetzt? Wie lange haben wir trainiert? Ich würde mal sagen, so ein paar Jahre. Weil von nichts kommt nicht, ne? Ich meine, er hat zwar so schon was drauf, aber alter Schwede, ist ja gerade da voll in den Menschen reingesprungen. 1770, jawohl. Es dürften 3 Jahre sein, wenn ich mich nicht irre. Komm weiter. Ja, ich kann hier noch eine Minute stehen. Müsste dann nur kleine Stückchen gehen. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Da habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe. Eine Katze, das ist immer noch dieselbe schwarze Katze. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Ja. Cool. Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut,
Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt der Name. Sehr spanisch. Also gut, fort mit dir. Na dann. Ich würde sagen, bevor wir das machen, kletter ich hier nochmal ganz kackdreist hoch und genieß mal die Aussicht. Ne? Mach ich dann gleich bei beiden Aussichtspunkten hier. Nice, oh, er steht in der Luft. Alter, ich glaube, das hat gerade ganz schön gerauscht, weil ich voll ins Mikro geatmet habe. Nun gut, ein Aussichtspunkt bleibt da gerade noch. Den nehme ich natürlich auch gleich mit, wenn ich schon hier bin. Und dann gucke ich gleich nochmal, was ich sonst noch so erledigen kann, bevor ich dann zur Hauptmission weitergehe. Ob es noch irgendwelche Nebenmissionen gibt oder so. Uiu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